So Leute, willkommen zurück. Wir haben Mir besiegt, aber Mir ist gar nicht der Böse, wie sich herausgestellt hat, sondern der blöde Penner von Herzog Duck soll es selber sein, der Böse ist. Also müssen wir ihm jetzt wohl in den Arsch treten, dass er den Leuten in Ruhe lässt. Hier können wir immer noch nicht hoch. Ja. Auf geht's zurück nach mehr Krater. Hol uns Mir. Übrigens glaube ich hier, dass diese Fahrt, dieser Fahrstuhl, der kommt erst, wenn man hier in diese Lücke reingeht und auf einen Schalter tritt. Oder? Oder nicht? Genau, auf diesen Schalter. Man hat es im Hintergrund gerade gehört. Und dann fährt der Fahrstuhl hoch. Genau. Ich vorhin gar nicht gecheckt. Oder in der Folge davor. So, wo geht es denn hier in die Stadt Werder? Ich glaube, nach Werder kommen wir noch gar nicht so richtig. Wir müssen nämlich eigentlich nach Mercator, aber hier ist nämlich alles verriegelt. Seht ihr das? Interessanterweise gucken wir mal, was wir machen können. Restauration gefunden. Es gibt hier einen kleinen Gang. Und dahin kommen wir zu. Genau. Nils, meine Heimatstadt ist da drüben. Wollen wir mal kurz hin? Wir kommen zur Heimatstadt von. Flora. Aber man muss so kurz gucken, wo das Problem ist hier. Wir sind jetzt nicht mehr, ne? Das wird ein bisschen versteckt, ne? Hier ging es runter, ne? Ja. Okay. Ist ein bisschen Labyrinth hier, ne? Kiste würde ich auch gerne kommen, ich glaube, da bin ich jetzt noch gar nicht hin. Wo ist denn dieses Olle? Ah. Ja, Sachen müsste man sich mal merken können. Wieso fährt in der Fahrt schon nicht? Dahin. Das wollte ich euch unbedingt zeigen und wir kommen euch mal dahin in der Batterie. Irgendwie stelle ich mich gerade zum Bild an. Ich meine, das ist doch hier gewesen. Ja. Nun ja, eure Zeit verplempert. Ich glaube, wir müssen jetzt auch noch gar nicht hierher. Oder doch? Bin gerade verwirrt. Ich glaube, diesen Schalter da muss man treffen, damit dieser Fahrstuhl hochgeht. Ja, und ich bin total trottelig, hier nicht anzukommen. So, jetzt fehlt der Fahrstuhl. Okay. Mein Fehler, tut mir leid. Jetzt fährt dieser Fahrstuhl da nämlich hoch und runter. Und wir fahren mit ihm hinauf. Ach, dummer Fehler. Und wir springen jetzt hier rüber. Und nochmal rüber. Und, ja.
springe erstmal runter, weil Lebensenergie gefunden. Und Lebensenergie brauche ich immer. So, dann gehen wir mal hier rum. Und jetzt kommt noch hoffentlich. Kommen wir immer noch nicht? Wo ist denn hier diese olle Stadt von mir? Irgendwo konnte man hier zu ihrer Heimatstadt hin. Oder irgendwie. Weiß ich gerade nicht so richtig. Wie? Boah, ich verplane mehr Zeit hier. Denn sie ist auch gar keine Stadt, die verarscht und für mich vornehmen. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Und zwar hier rein und runter. Genau. Oh, verdammte Scheiße. Zwinkerdorf, wie geht's euch allen? So, hier seht ihr zwei Leute, euch allen. Wir quatschen die mal an. Boah, du bist es. Du bist wie immer mit einem Jungen unterwegs. Lass mal sehen. Der sieht ja hübsch aus. Wo hast du den her? Trixie, er hat mir das Leben gerettet. Er ist mein... Ist das schon gut, Entschuldigung. So, wer bist du? Pixie. Oh, Flora, denk bloß, wir haben uns 256 Jahre nicht gesehen. Erinnerst du dich an diesen schrecklichen Krieg mit König Nolo? Was? Such den Schatz von König Nolo? Sei vorsichtig, er ist zwar tot, aber er wird sicher mit seinem Grab, aus seinem Grab klappern und seinen Schatz zu schützen. Ja, und diese Stelle bringt uns gar nichts. Denkt man. Aber sie bringt was, denn... Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich kann mich natürlich auch wieder mal... Nein, nicht passiert. Ich wollte gar keinen Stadtteil benutzen. Ich wollte Ecke benutzen. Generell bringt uns diese Höhle nicht wirklich viel, außer dass sie ihre Freunde sucht. Ich glaube aber, das ist jetzt hier Ecke rum. Ja, ich habe recht gehabt. Also bringt uns diese Höhle doch was. Meckern wir nicht rum. Wir sind nochmal aufgeladen, bevor wir nach Mercator gehen. Und wir haben eine Lebensenergie mehr. Auch wenn uns das jetzt fast 8 Minuten gekostet hat. Nein, ich kann nicht. Wir haben ja auf dem Weg hierher müssten wir sowieso hin. Teil. Gut. Auf nach Mercator, würde ich sagen. Schnell weg hier, ich habe keinen Bock zu kämpfen mit euch, Mann. Weg, du Pilz. Wenn die nicht so in diesem olle Scheiß Gift hätten, ey. Hahaha, weil ihr zu langsam seid, zu fett seid ihr. Und wir werden immer stärker. Die Blauen gehen jetzt auch schon mit einem Schlag. Und wir sind schon zurück in Mercator. Mit 994 Tacken. Kommen wir zurück zum Hafen. Und schauen mal, was hier oben so abgeht. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich will mal in einen Shop gucken. Und zwar in, nicht in diesen, sondern in diesen hier. Denn es gibt hier gegebenenfalls schon etwas Schönes zu kaufen. Vielleicht aber auch erst nach der Höhle. Ja, es sieht so aus, als ob es erst nach der... Ach Quatsch, nach dem Schloss es gibt. Okay, gibt's ja also doch nichts. Was es damit auf der hat, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, ich bin schon langsam ein bisschen heiser von vielen Regen hier. Gehen wir mal ins Schloss. Lass mich mal rein hier. Aber nie, Achtung! Komm doch rein, Herr von Kater wartet schon. Hau ab hier, Penner. Ah, ich sollte nicht so viel beleidigen. So, wir gehen mal rein hier. Jetzt hast du es geschafft. Der Herzog wartet schon auf dich.
Ist es ihren Tummelgang? Ja, ich habe alles fertig gemacht, Mann. So, wir werden vor Mercator geführt. Wir können auch nichts machen. Vor Mercator, vor Herzog Duck. Berlin, schön dich zu sehen. Ich bin neugierig auf das Juwel, das du aus dem Turm geholt hast. Und die Wachen kommen. Ich versuche der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Was ist los? Du siehst ganz auf krank aus. Nun, vielleicht lässt sich damit einer schönen Frau gesonnen. Und ein Keiler Koswalski. Wir wissen natürlich, dass sie schon hier ist. Weil wir sie an der Wanne beobachtet haben. Aber es soll natürlich überrascht sein. Guck mal, der gute alte Herzog und ich wollen dich abteilen. Und du bist für uns in den Turm gegangen. Hahaha, ein richtiger Laufbursche. Wally Inc., meine ich auch? Ja. Ja. Ah, möchtest du noch zwei Juwelen von uns holen? Ah, der Schatz gehört uns. Ah, oh. Oh, nein. Tja, der Boden öffnet sich. Mistkerl, der Schatz gehört mir. Teilen? Niemals. Soldaten, nimm Tendenz die Juwelen ab. Und das rote, das hier wurden von Handy ist abgenommen. Handy, viel Spaß mit dieser albernen Kuh. Wir stürzen ab. Ganz tief. Und haben erstmal gegen zwei fette Ritter zu kämpfen. Und für uns aber kein Problem sind. Tja. Im Verlies, im Labyrinth unter dem Schloss, wie eins ein Dorfbewohner ja mal mitgeteilt hat, falls ihr euch entsinnt. So. Hey, du bist doch rausgekommen, du sollst es doch kennenlernen. Gib mir den Schatz. Hilfe! Tja, Jungs, viel Spaß. So, hier muss man schnell sein. Nicht so wie ich. Verdammt, scheiße, wieder so viel Energie. Oder? Hier ein kleines Rätsel. Überall sind versteckte Schalter. Wir nehmen die Vasen, so wie bei der Oma damals. Und schon haben wir ein Fahrstuhl gebaut. So. Diese eine Statue konnte man kaputt machen. Es war jetzt Zufall, dass ich sie gleich gefunden habe, aber... So, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist ein Schalter. Irgendwas passiert, frag mich aber nicht was. Ach hier, hier muss man um die Ecke springen. Ach du Scheiße, das kann mir wieder heiter werden. Ja, hier muss man schnell genug sein, um zu der Tür zu gelangen. Und da ich ja immer so talentiert bin bei sowas, konnte das wieder etwas dauern. Also auf geht's. Um die Ecke springen muss man ja glücklicherweise nicht, so wie ich es gerade gesagt habe. Aber... Schnell sein muss man trotzdem. Oh, und geschafft. Bin ich froh. Gleich beim zweiten Mal. So, hier oben sind... Ja, Knastkabinen, kann man sagen. Zellen, genau. Hier ist nichts los. Hier ist was los. Vielen Dank, ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Ich bin Morales, der Bildungsminister von Ahorn. Und der Leibwächter von Prinzessin Lara de Fisica. Tja, wo ist sie denn jetzt? Ich muss sie suchen, Prinzessin! Schlüssel gefunden, Schlüsselraum vielleicht? Um hier rauszukommen. Nein, bitte fass mich nicht an, bitte fass mich nicht an. Doch. Ich warne dich, ich hab mein Messer. Was? Du bist gekommen, um mich zu retten? Nö, eigentlich nicht. Wirklich? Also der Körper hat die Prinzessin irgendwo im Schloss eingesperrt. Du musst sie retten. Muss ich das? Wie immer muss ich Leute retten. Wenn die sich nicht mal selbst retten. So, wir gucken mal, was hier los ist. Gar nix. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Da oben will ich hin. Komme ich aber gerade nicht. Na toll. Hier brauchen wir Schlüssel, den wir glücklicherweise schon haben. Und können hier hinein. Dann gehen wir mal hier oben durch.
Ach, da kommen wir dann zurück, genau. Gehen wir erstmal in dieses kleine Zimmer hier rein. Da müssten wir oben eigentlich schon sein. Genau. Lebensenergie ist immer gut. Stutzi braucht Lebensenergie. Benutzen. Okay. Nee, noch eins brauchen wir diesmal nicht. Wir haben voll Energie. So, kommen wir zurück. Ja. So, ich weiß gar nicht, wohin wir jetzt gerade gehen. Ja, den einen Weg, den wir gerade zurückgegangen sind und wo die Kisten standen, die konnte man da nicht wegmachen, glaube ich. Da waren wir schon mal durch das Zimmer des Herzogs gegangen, aber wir kommen hier nach oben. Und da sind... Ah, deine Düsseldorf hat geschlagen! Glaube ich nicht. So, und schon sind sie tot. Keine Angst. Wir machen sie fertig. Oh, die Zeit läuft schon wieder ab. Oh, elf Junge fällt runter. Bumm. Und da hat er Bumm gemacht. Zweimal Ecke, Ecke. Dann töte ich dich doch wieder hier oben. Erstmal. Ah, ich glaube, ich mache das noch jetzt hier. Bis das hier vorbei ist. Mal schnell zweimal EG nehmen. So. Wir müssen nämlich nur noch schnell nach oben. Und wenn wir das dann hinter uns haben, dann reicht es auch für die Folge hier. Kommen schon wieder zwei, drei. Harr, Zeit für kleinen Jungen ins Grab, er Bett zu gehen. Ja, komm doch her, wenn du es willst, Junge. So, keiner. Oh, da oben kommt ja noch einer. So. Und wo sind wir jetzt? Ach, wir sind gleich fertig. Noch ein Harr, Zeit für kleinen Jungen ins Grab, er Bett zu gehen. Denkt aber was Neues aus, du Teile. Wir sind doch schon bei 18 Minuten. Verdammte Kacke hier. So, und nochmal nach Alter. Wir sind jetzt schon im Turm. Nicht in Mirs Turm. Und da sagt's, hallo, mein Junge. Ich habe dein kleines Abenteuer von oben beobachtet. Ich wusste zwar, dass Herzog mein Kater ein Zweifler ist, aber er ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Ich wusste immer, dass er uns vor das Macht niemals geben würde, also habe ich, während du in diesem Loch rumgebummelt hast, eine neue Aufgabe gefunden. Ich bin sicher, die Prinzessin ist einiges wert. Hehehe, bis bald. Bist du gekommen, um mich zu retten, oder? Ich habe immer schon davon geträumt, dass du ein Prinz redest. Mach diese Eidechse fertig und rette mich. Eidechse? Ich bin Draconia und keine Eidechse und jetzt komm vorwärts. Nehmen wir uns mal die Lebensenergie zuerst, ne? Es gibt halt wichtigere Dinge. Und dann versuchen wir natürlich sie zu retten, wie wir es immer machen wollen. Aber wie es so oft ist. Stehen bleiben, oder das Mädchen macht nicht mehr lange. Tschüss, Nils. War nett von dir. Vielleicht ein anderes Mal. Komm, ich liege. Siehst du, ich liege. Was ist über meine Flughansa? Mein Prinz, bitte komm und rette mich. Tja, ich rette dich irgendwann mal. Ich habe keinen Bock jetzt wieder komplett runter zu gehen, sondern springe einfach mal runter und überlebe das Ganze. Hier ist eine kleine Tür, aber hier gibt es einen Hintereingang und wir sind jetzt hier im Garten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.